Okay, ich fange mal an. Ich möchte heute erzählen, wie wir unsere 64K-Intro Epsilon gebaut haben. Dieses Betriebssystem nennt man Windows. Der ein oder andere hat es vielleicht schon mal gesehen. Zuerst gucken wir uns das Ding einfach mal an. Wir haben das im Dezember released. Hier ist irgendwie so, das Bild haben wir eben gemacht. Wie man sieht, ich weiß nicht, ob man es von hinten lesen kann, aber wir haben die 64K nicht voll bekommen. Das Ding beinhaltet insbesondere halt auch zum Beispiel einen Synthesizer, Musikdaten, also alles, was man sieht, ist irgendwie generiert. Was es benutzen darf, ist halt, was bei einer nackten Windows-Installation dabei ist. Das heißt irgendwie OpenGL und sonstige Windows-Sachen. Und ich lasse jetzt einfach mal laufen. Ich weiß jetzt gar nicht, was es hier mit der sehr kleinen Beamer-Auflösung macht. Genau, richtig, wir haben es eben Windows gebaut. Das heißt, normalerweise ist es halt auf HD ausgelegt. Genau, jetzt gerade lädt es die Shader schon mal vor und baut den Sound und genau, jetzt läuft es dann. Okay, dann starte ich mal. Also ich werde ein paar Skizzen nebenbei machen,
Achso, ich muss erstmal sagen, hallo, willkommen, schön, dass ihr da seid. Wir reden heute über 64 Kilobyte. Mein Name ist Kupe. Dankeschön. Genau, das ist, wir haben das Ding gebaut in einer Gruppe von, ich weiß nicht, 7, 8 Leuten. Wir haben uns das ziemlich irgendwie aufgeteilt und ich kann jetzt natürlich nur von den Sachen reden, von denen ich auch irgendwie Ahnung habe. Das ist im Wesentlichen so der grafische Teil, also das Shader-Gefricke. Wie ihr gesehen habt, war das ja eine Einladung, also das war die Invitation zu der größten deutschen Demo-Party und auf der Vision auf dieser Demo-Party, da kommen dann halt irgendwie 800 Leute hin und viele von denen haben wieder eigene Demos im Gepäck, so wie diese hier, und die treten dann in Kategorien untereinander, also gegeneinander an. Also zum Beispiel 64 Kilobyte ist halt eine von diesen Kategorien. Genau, und wir haben das released auf der TUM. Das ist, steht für The Ultimate Meeting. Das ist eine Demo-Party, die findet immer dann statt, wenn auch der Kongress stattfindet, praktischerweise. Ganz toll. Die findet hier in Durlach statt, also um die Ecke praktisch. Und da haben wir das Ding dann released. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie haben wir das gemacht? Dazu starte ich erstmal einfach hier dieses Ding und dann werden wir sehen, passiert irgendwas. Sieht genauso aus wie vorhin, als ich das Intro selber gestartet habe. Bis auf irgendwie Debug-Output noch. Und genau, hier wird irgendwie, sieht man unten irgendwie so Shader-Kram durchlaufen. So, und jetzt sieht es aber anders aus. Das ist nämlich das Tool, mit dem wir das gebaut haben. Das ist das ganze Interface-Zeug, das ist alles irgendwie Open Source. Das ist die Untweakbar, die kann man sich einfach runterladen, installieren. Das weil irgendwie so Mausinteraktionen, Buttons und so weiter, wenn man alles nicht selber coden. Und ich kann jetzt hier halt irgendwie Space drücken und dann läuft das ab und dann kann ich Pause machen und dann stoppt das wieder. Und man sieht unten irgendwie so eine Timeline mit so den verschiedenen Szenen und ich kann da dann reinklicken irgendwie und dann scrollt es irgendwo hin. Ja. Jetzt muss ich was über die Rendering-Technik erzählen, wie wir das gebaut haben. Ich mache erstmal das Post-Processing aus. Das ist, damit wir ein bisschen mehr sehen, was passiert. Ich zeige nochmal hier so den Kontrast. Das macht schon einen deutlichen Unterschied. Ich lasse es mal hier gerade ohne weiterlaufen. Also man sieht hier zum Beispiel, gerade hier in der Gegend, da sind überall so hässliche Kanten und so weiter. Und wenn ich es wieder anmache, sieht man das nicht mehr. Und genau, besonders hier in der nächsten Szene, ja, ich glaube, man braucht nichts dazu sagen, so kann man das irgendwie nicht zeigen, aber so ist irgendwie ganz okay. Also, das ist schon mal irgendwie eine total wichtige Sache, da sage ich später auch noch was dazu. Generell sieht man hier, wir haben irgendwie so Glas und es sieht alles irgendwie shiny aus. Und die Frage ist auch, wie haben wir sowas überhaupt in 64 Kilobyte gemacht, weil es ist irgendwie schon einiges an Geometrie und es ist alles irgendwie so rund und so schön verzerrt und irgendwie. Das Interessante ist, wir haben überhaupt keine Geometrie, also wir benutzen genau zwei Dreiecke. Normalerweise irgendwie hat man irgendwie 3D-Models, bestehen aus einem Haufen Dreiecken, wir haben genau zwei. Und ich kann euch zeigen, wo die sind. Also ich mache jetzt mal hier den Bildschirm hin und ich muss mir das woanders hin tun. Ich benutze dieses Tablet heute zum ersten Mal. Also hier ist unser Bildschirm. Und hier sind die zwei Dreiecke. Und die bleiben da auch. Und was wir tun, ist, wir sagen diese zwei Dreiecke, da läuft jetzt so ein sogenannter Fragment Shader drauf und wer bei der letzten GPN in meinem Talk war, weiß sogar, was das ist. Im Prinzip ist es einfach nur eine Funktion, die für jeden Pixel einmal aufgerufen wird. Also wir haben hier einen Pixel, nicht maßstabsgetreu. Und für diesen Pixel wird dann diese Funktion aufgerufen. Und das Coole ist halt, weil diese Pixel alle unabhängig voneinander sind, ist es parallelisierbar. Und das ist das, was Grafikkarten gut können.
Das heißt, ich habe hier irgendwie eine Grafikkarte drin, die, ich weiß schon gar nicht wie viel, die so um die 200 einzelne Shader-Cores hat und die laufen alle parallel und damit geht es dann schon ganz gut. So, das heißt, wir haben für jeden Pixel eine Funktion, die am Ende eine Farbe ausspuckt. Das macht uns natürlich die Aufgabe nicht irgendwie besonders leicht, weil die Frage ist jetzt noch, so eine Funktion muss man halt erstmal schreiben, dass dann am Ende irgendwie was Sinnvolles rauskommt. Und ja, das ist aber das, was wir gemacht haben. So, das ist mein Cheat Sheet, das brauche ich noch, um das irgendwie nachher zu bedienen. Nehmen wir doch mal das hier. So, das hier ist der Shader, das ist im Prinzip die Funktion. Das ist ein ganz schöner Haufen Zeug und da werde ich nicht alles davon erklären, weil es geht auch nicht. Jedenfalls hier am Ende das Out 0, hier wird eine Farbe geschrieben. Und das ergibt sich alles aus irgendwelchem anderen Zeug. Man sieht die hervorragende Codequalität. Interessant ist auch, dieser Shader-Code, dieser Shader-Code ist einfach so im Executable drin. Das ist einfach quasi als String in dem Executable drin und wird dem Grafikkartentreiber so, wie es ist, gegeben. Das heißt, was ich jetzt zeige, verrate ich keine Betriebsgeheimnisse, sondern das kann man halt einfach abfangen, wenn man sich dazwischen hängt, weil das so dem OpenGL ohnehin mitgeschoben wird. Und das heißt, alles, was hier drin ist, muss man als String in dem Executable speichern und es zählt natürlich gegen die 64 Kilobyte. Das ist der Grund dafür, dass die Variablennamen alle eher kurz sind. Oder generell der Code irgendwie besonders kompakt und unlesbar ist. Genau. Also ganz wichtig dabei ist auch, also dieser Code ist auf der Party entstanden, auf der wir es released haben. Und eine ganz wichtige Sache ist, dass ich gerade auch ein Bier trinken muss, weil ohne geht es auch nicht mehr da, sich damit zu beschäftigen. Also man kann das manchmal ist es so Write-Only-Code oder man muss ein Bier trinken, um sich wieder damit zu beschäftigen. So. Der Code, den ich gerade offen habe, ich scroll mal zu der Szene hin. Das ist hier diese Szene. So sieht es schön aus. So gucken wir es jetzt an, weil wir verstehen wollen, was passiert. Das, was ich hier gerade an ausschalte, ist Post-Processing. Das nimmt einfach nur das fertig gerenderte Bild, so dieses hier, wie es da jetzt gerade steht, und macht da auf dem fertigen Bild was. Da wird keine Geometrie mehr irgendwas betrachtet, da werden ein paar Farben umgemodelt, wird alles ein bisschen unscharf gemacht. Das ist halt das, was in jedem Film auch passiert, was dafür sorgt, dass Filme am Ende besser aussehen als irgendwie Home-Videos, weil da jemand noch dran sitzt und das macht. Wir haben übrigens auch hier diesen, um das alles hier zu synchronisieren und all diese Parameter einzustellen, die sich über die Zeit verändern, haben wir hier diesen geilen Videoschnitt-Controller auch verwendet, dieses Ding. Und da kann ich so dran rumdrehen und dann geht es so vorwärts und rückwärts, was halt endlos praktisch ist. Und da gibt es noch die Knöpfe, mit denen kann ich Keyframes setzen und an Keyframes kann ich dann irgendwelche Parameter festlegen und so weiter. Das haben wir benutzt, um das zu synchronisieren. Genau, die Frage ist aber, das heißt, ich habe so einen Haufen Parameter und dieser Shader, der jetzt läuft, der bekommt die als Input und die stehen da oben. Und die sind da praktisch für alle Pixel gleich. Und das sind dieselben, die ich jetzt, die ich dann hier auch irgendwo setzen kann. Das heißt, ich klicke hier drauf, da mach mal das untere Teil da weg. Da ist hier so Beam Color, es taucht da auch irgendwie auf zum Beispiel. Und wenn ich jetzt halt hier diese Beam Color zum Beispiel verändere, dann ändert sich hier halt irgendwelche Farben so. Irgendwas verändert sich, super. Genau, jetzt wollen wir uns das hier mal anschauen. Wie macht man das denn, dass dieses Bild hier rauskommt? Wir benutzen eine Technik, um das zu rendern.
die heißt Ray Marching. Und dafür muss ich jetzt was aufmalen. Und ich hätte gern, dass ihr also sowohl dabei als auch ständig zwischendrin bitte Fragen stellt, sobald ich euch verloren habe, weil ich weiß, das ist abstraktes Zeug und es ist nicht so ganz einfach. Ich fange es einfach mal an, ihr müsst mich unterbrechen, sobald ich es verkacke. Also, wir haben definiert, irgendwo ist, das gibt es auch ein Parameter, glaube ich, wo die Kamera steht. Moment. Irgendwo gibt es das bestimmt. Ah, es steht im Vertex Shader, kommt irgendwo her. Egal. Jedenfalls müsst ihr mir glauben, gibt eine Kamera. So, hier ist ein Auge. Das ist die Kamera. Und jetzt haben wir hier unseren Pixel, den wir rendern. Und dann können wir hier einen Strahl durchmachen. Und dann wollen wir gucken, wo trifft der denn auf? Und da ist natürlich die Frage, wie ist denn unsere Geometrie jetzt dargestellt? Wir haben ja keine Dreiecke und nichts, wir haben nur irgendwie einen Haufen Quellcode, diesen Haufen. Und wie machen wir das denn? Die Geometrie ist definiert als eine sogenannte vorzeichenbehaftete Distanzfunktion. Das bedeutet, wir haben eine Funktion, die steht im Quellcode einfach da als Funktion, die heißt f, kann ich nachher zeigen. Das f gibt für jeden Punkt im Raum, also für jeden 3D-Punkt, eine Zahl zurück. Und die Zahl gibt an, wie weit ist dieser Punkt von der nächsten Geometrie entfernt. Das heißt zum Beispiel, angenommen, meine Szene bestünde aus einer Kugel. Dann hätte ich, Moment, kann ich hier den Stift wechseln? Jawohl. Dann hätte ich zum Beispiel für diesen Punkt, hätte ich gerne eine Zahl zurück, die diesem Abstand entspricht. Und hier wäre von Punkt hier auf der Oberfläche, was macht das jetzt? Oh Gott. Von Punkt hier auf der Oberfläche hätte ich gern, dass es an der Stelle 0 zurückgibt und in der Kugel drin wäre die Zahl dann negativ. Für eine Kugel, war da eine Frage? Okay, nur genießt. Okay, sehr gut. What? Für eine Kugel, hier ist der Mittelpunkt, hat jemand eine Ahnung, wie da so eine Funktion aussehen würde? Also wir haben eine Kugel, die ist hier zentriert. Ich sage jetzt mal, die ist hier ist der Nullpunkt und die Kugel hat den Radius r. Fällt jemandem ein, wie hier so diese Funktion aussehen könnte? Dieses f hier? Sehr gut. Also, ich nenne den Punkt hier mal p. Das wäre einfach die Länge von p, also wenn hier ist der Nullpunkt, habe ich gesagt, minus r, der Radius, ist der Abstand von dem Punkt von der Kugeloberfläche. Jetzt haben wir so eine vorzeichenbehaftete Distanzfunktion, das wird auch negativ, wenn wir innen drin sind. Also wenn der Abstand kleiner als der Radius ist, dann wird das ganze Ding hier negativ und dann haben wir so eine Funktion. Damit haben wir unsere Welt beschrieben. Die ist natürlich in diesem Fall relativ einfach, aber das wird gleich noch anders. So, jetzt gehen wir zurück zu diesem Pixel. Da schießen wir praktisch einen Strahl. Für jeden Pixel ist der so ein leicht anderer Strahl. Und wir fangen irgendwo an. Ich sage es mal hier. Und dann gucken wir, wie weit sind wir jetzt hier von Geometrie weg. Das heißt, wir werten an der Stelle die Funktion aus. Dann sehen wir, wir sind so und so weit weg. Dann können wir wissen, in einem gewissen Radius um diesen Punkt rum, es garantiert keine Geometrie. Das ist eine Kugel, was ich gerade male. In diesem Bereich ist jetzt keine Geometrie. Und dann können wir so weit weitergehen. Gehen wir dahin. Und dann werten wir es wieder aus. Das ist wieder eine Kugel. So. Das trifft sich hier genau. Und dann wissen wir, können wir so weit gehen. Und dann gehen wir wieder ein Stück. Und dann geht es weiter. So. Das heißt, für diesen Pixel, der jetzt an unserer tollen Szene vorbeischießt, sind wir jetzt irgendwie mit recht wenigen Schritten dran vorbeigekommen. Wenn wir jetzt einen anderen Pixel angucken, zum Beispiel diesen hier, zack, dann wissen wir, okay, können wir so weit gehen, zum Beispiel, dann wissen wir, sind wir noch so weit weg, dann gehen wir hier. Und irgendwann plötzlich werden diese Schritte sehr klein. Oder falls wir aus Versehen reingehen in die Geometrie, kommt eine negative Zahl raus, das heißt, dann gehen wir zurück. Und wir hören einfach auf, sobald wir entweder irgendeine Maximalanzahl
von Schritten erreicht haben, damit wir keine Endlosschleife bekommen. Oder sobald sich halt nicht mehr so viel ändert, dann haben wir nämlich eine Oberfläche getroffen. Und das kann ich auch zeigen. Das ist hier unten diese sehr übersichtliche Schleife. Genau, da passiert es. Hier ist insbesondere die Auswertung von f. F ist diese tolle Funktion, die schauen wir uns später noch an und die werden wir auch gleich schön kaputt machen. Da passieren halt noch andere Dinge, zum Beispiel diese Strahlen, die man da gesehen hat, die muss man irgendwie noch anders behandeln, das haben wir anders noch reingefaked, deswegen ist es ein bisschen komplizierter. Aber im Wesentlichen haben wir einfach L, das ist die Länge von dem Ding, was wir gerade schon entlang gelaufen sind. Das ist die aktuelle Länge, richtig. Und auf das R addieren wir das L drauf und dann sind wir ein Stück weiter. Und am Ende ist das, genau, das D ist die Direction und die neue Position P ergibt sich dann halt aus der Länge, die wir schon gelaufen sind, mal die Richtung. Also genau, das hier ist halt ein Float und das D ist ein Dreiervektor. Das kann man hier in dieser Sprache, die heißt GLSL, die OpenGL Shading Language, sieht aus wie C, aber die hat so tolle Datentypen wie Dreiervektoren zum Beispiel. Und das heißt, ich kann einfach hier einen Float mit einem Dreiervektor multiplizieren, dann ist dieser Float halt skaliert. Genau, also muss man überhaupt nicht im Detail verstehen, das tue ich auch nicht. Und ich weiß nicht, ob ich das, ich weiß nicht, das ist also ein Standardding, das copy-pasten wir überall in jede Szene mal so ungefähr rein. Und genau, also wenn man dann den Punkt gefunden hat, wo man ist, dann muss man es noch irgendwie beleuchten, dann muss man dann noch eine normale ausrechnen, also die normale ist, wenn ich irgendwo ein Stückchen Geometrie habe, ist die normale das, was so senkrecht draufsteht, so eine Richtung. Muss ich halt wissen für Beleuchtung, so je nachdem wie das Licht drauf fällt, mache ich es dann heller oder dunkler. Und das sieht man hier so ein bisschen, das Licht sieht irgendwie so okay aus. Gut. Die Szene hier ist jetzt deutlich komplizierter als die Kugel, die ich da gemalt habe. Und wie wir das genau gemacht haben, dieses total komplizierte, vergleichsweise komplizierte Objekt mit so wenig Code zu beschreiben, ich weiß nicht, ob ich dazu noch komme. Letztendlich haben wir halt gecheatet und haben vorher eine 2D-Textur generiert, aber dazu sage ich vielleicht später noch was. Ich würde jetzt erstmal sagen, wir modifizieren diese Szene einfach sofort und machen da so eine Kugel mit dazu, damit man mal sieht, wie das aussehen könnte. So, Frage? Die Frage war, ob es schneller ist, die Kollision einfach zu berechnen. Was du meinst mit Kollision einfach berechnen, wird als Raytracing bezeichnet. Also das wäre eine algebraische Geschichte. Also dass ich einfach Schnitt von Kugel und gerade mache, kann ich natürlich analytisch ausrechnen und habe einen perfekten, genauen Wert, muss nicht iterieren. Ist richtig für den Fall von einer Kugel, aber für den Fall von einem komplizierten Objekt wie diesem, beschreib das mal so, dass du eine Linie damit analytisch schneiden kannst. Also Kugel, korrekt, Würfel geht auch noch, Zylinder auch okay, aber irgendwann wird es kompliziert. Und wir werden gleich auch sehen, was man jetzt hier für Sachen machen kann, die nicht so einfach gehen. So, wie versprochen, hier ist das F. Das ist so die wichtigste Funktion, die ist auch relativ groß. Ich habe gesagt, die gibt eine Zahl zurück. Das war also streng genommen gelogen. Die gibt mehrere Sachen zurück, aber die erste Zahl ist halt das, was ich meinte, nämlich der Abstand. Und danach kommt noch so, wie sehr bin ich gerade in so einem Strahl drin und welches Material habe ich gerade. Aber das ist egal. Eigentlich, im Prinzip geht es um den ersten Wert. D für Distanz. Und ja, ich mache jetzt einfach mal was. Wenn es jemand versteht, wenn jemand weiß, was ich tue, dann bitte gern melden. So. Also P ist der Punkt, in dem wir gerade sind, habe ich gesagt. Das heißt, ich nehme mal die Länge von P. Also ich schreibe jetzt gerade genau die Funktion, die ich vorhin auf den Notizblock da geschrieben habe.
Ich nehme die Länge von dem Teil minus den Radius von der Kugel. Ich habe mal gesagt, ich mache eine Kugel von Radius 2, mache ich einen Ursprung. Und jetzt benutze ich ja danach dieses d weiter. Ich erkläre gleich, warum das funktioniert, dass ich die so kombinieren kann. Ich will es halt nicht kaputt machen, deswegen lasse ich das erstmal so. So, ich drücke jetzt Speichern und unser Tool updatet den Shader automatisch und hat hier eine Kugel in die Mitte gemalt. Ja, das ist ganz schön cool, vor allem weil es halt heißt, man kann jetzt ziemlich interaktiv coden. Normalerweise würde ich halt sagen, hätte man das jetzt irgendwie auf zwei Bildschirmen oder so und mit viel mehr Platz, aber es geht. Und wenn ich jetzt hier halt den Radius von der Kugel größer mache, dann wird die Kugel entsprechend größer. Ich mache jetzt mal was mit dem Raytracing, also mit einer algebraischen, mit einem algebraischen Berechnen von Schnitt aus Strahl und Kugel nicht geht. Also ich mache erstmal die Kugel so groß, dass wir nicht mehr von dem anderen Zeug irgendwie verwirrt werden. Ich mache die jetzt mal hier 6 groß. Okay, es hat noch diese Löcher unten, aber im Wesentlichen haben wir eine Kugel. Die anderen Sachen ignorieren wir mal. Da wird dann wieder was davon abgezogen. So. Ich kann auf das... Ich nehme jetzt hier mal... Ich hoffe, das gibt es noch nicht. Ja. Also ich habe meinen... So, jetzt nehm ich hier mal die Länge von dem Bla. Okay, jetzt hat sich logischerweise noch nichts geändert, habe compiled, das funktioniert immer noch. Und jetzt nehme ich aber mal zum Beispiel, addiere ich auf den x-Wert von p, also von der Position, an der ich bin, Sinus von p.y drauf. Ich mache mir vielleicht nicht so stark und ich meine Bla natürlich, dankeschön. So. Ah, war noch nicht genug. 10. So. Hier ist was passiert. Und spätestens jetzt geht es so einfach irgendwie mit Raytracing nicht mehr. Weil so ein Objekt muss man erstmal irgendwie beschreiben und dann das analytisch irgendwie den Schnitt damit machen, geht nicht. Was ich hier gemacht habe, ist, ich habe den Raum verbogen. Also ich habe einfach den Punkt P, an dem ich bin, habe ich einfach auf die X-Koordinate irgendwas drauf addiert. Das heißt, je weiter ich in X-Richtung gehe, ich weiß nicht, in welche Richtung X ist, irgendwie links, rechts anscheinend. Nee, in X habe ich drauf addiert. Ist auch völlig egal. Ich gehe in die eine Richtung und in die X-Richtung verschiebe ich es halt immer ein bisschen, je nachdem, was die Y-Richtung sagt. Also der ganze Raum ist jetzt so geschlängelt. Und das ist auch... bisschen so das Problem in dieser Rendertechnik, man muss immer andersrum denken. Also ich verbiege halt nicht die Objekte, wenn ich sowas mache, sondern ich verbiege den Raum. Ich mache mal mehr davon. Ich mache mal so mal 0,3. So. Hübsch. Und jetzt könnte ich das dann natürlich hier noch irgendwie... ich mache doch mal noch plus... T ist irgendwie die Zeit. Glaube ich. Und wenn ich es laufen lasse, laufen diese Wellen da drüber. Weil sich diesen Sinus jetzt halt irgendwie damit verschiebe. Ich kann es mal schneller machen. So. Was man auch sieht, hier geht es so ein bisschen kaputt. Also die eine Möglichkeit, das zu reparieren. Na gut. Da ist noch nicht genug Glow anscheinend. Prinzipiell ist das die eine Möglichkeit, diese Artefakte zu verstecken. Man könnte jetzt aber auch mal kurz drüber nachdenken, wo sie herkommen. Bitte? Das ist Cheaten, ja, aber darum geht's. Richtig. Das Problem ist jetzt, ich habe den Raum natürlich total gnadenlos verbogen und all diese Annahmen, die ich da irgendwie hier gemacht habe, dass irgendwie da Abstände stimmen, dass in so einer Kugel um meinen aktuellen Punkt rum keine weitere Geometrie mehr ist oder so, die stimmen dann natürlich überhaupt nicht mehr. Wenn ich dann einen Raum verbiege und hier war eine gerade Ebene und dann verbiege ich den, dass sie so ist, dann stimmt es natürlich nicht mehr, dass das in der Gegend hier leer wäre. Und dann laufe ich halt eventuell mal zu weit, verpasse irgendwie Geometrie, ein anderer Pixel trifft sie mal wieder und dann geht irgendwie alles kaputt.
Deswegen, wenn man das reparieren möchte, haben wir hier unten schon mal vorbereitet, dann gehen wir halt immer nur halb so weit und dann passt das besser. Jemand hat, wolltest du fragen, warum die Farben anders sind? Ich weiß es nicht. Gut. So, ich mach jetzt das Sinus-Ding mal wieder raus. Ich mache die Kugel mal wieder etwas kleiner. Und eine weitere coole Sache ist, dass ich jetzt anstatt den Raum zu verbiegen, kann ich den Raum auch wiederholen. Das ist auch ziemlich fancy. Ich mache einfach mal so ein Modulo auf das Bla drauf. Nehmen wir mal so 6,0. So, und weil ich das schon mal gemacht habe, weiß ich, dass das jetzt kaputt geht. Also das Bla ist ein Wert im 3D-Raum. Dadurch, dass es jetzt Modulo mit einem anderen Dreiervektor macht, das ist einfach dann komponentenweise. Das heißt, zwischen 0 und 6 bleibt es gleich. Wenn es über 6 rausgeht, fängt es wieder bei 0 an. Aber da unsere Kugel um 0 rum ist, ist es halt blöd. Ich hätte gerne, dass es um 0 rum irgendwie ziemlich gut funktioniert. Deswegen verschiebe ich es hier mal um 3 und ziehe dann am Ende wieder 3 ab. Und weil die Kugel jetzt genau bis an den Rand geht, mache ich sie noch ein kleines Stückchen kleiner. So. Hat jemand eine Ahnung, was passiert? Außer den Leuten die da vorne, die sowas schon mal gecodet haben. Ich mache es einfach mal an. Zack, alles voller Kugeln. Das Coole ist, ich habe jetzt hier Kugeln in jeder Raumrichtung. Endlos viele. Aber ich werte diese Kugelfunktion hier trotzdem nur einmal aus. Das kriege ich alles umsonst. Der Code läuft hier durch. Der wertet das hier einmal aus. Und soweit das Auge reicht, Kugeln. Also das nennt man Domain Repetition. Und das kann man natürlich nicht nur so in XYZ machen, sondern kann es auch mit Winkeln machen. Und das ist auch die Art und Weise, wie diese kleinen Dinger da überall reingestanzt sind. Da machen wir sowas im Winkel, das wird auch nur einmal ausgerechnet. Da kann man sich ziemlich das Hirn verbiegen, weil angenommen, ich hätte jetzt die Kugeln da, die hätte ich gerne so ein bisschen weniger offensichtlich aufgereiht an diesen Schnüren und ich würde die gerne einzeln so ein bisschen verschieben zum Beispiel, dann wird es irgendwie schon schwieriger. Dann muss ich nämlich rausfinden, wie oft habe ich Modulo gemacht und je nachdem, wie oft muss ich mir da irgendwie einen Wert aus den Fingern saugen und wie viel ich es verschiebe. Ich mache sie noch mal ein bisschen größer und dann machen wir noch was anderes Schönes damit. Ich habe jetzt auf das Bla habe ich vorhin jetzt irgendwas drauf addiert. Ich kann auf das D auch was drauf addieren, auf die Distanz. Ich mache das einfach mal. Ich benutze eine Funktion, die erkläre ich gleich. Ich glaube mal nicht so viel. Und hier mache ich mal wieder so eine 10 rein. Flup, oh nein, das reicht noch nicht. Mehr. Ja. Ah ja, mhm. Ja, so, die Kugeln sind jetzt alles so Blobs geworden. Ja, was ist passiert? Schauen wir uns mal diese tolle Funktion an. Die verstehe ich übrigens auch nicht mehr. Das ist das hier und die benutzt das hier. Was es letztendlich tut, ist... Oh, danke. Vielleicht hilft es. FPN. PN steht für Perlin Noise. Letztendlich ist es eine Rauschfunktion, die geglättetes Rauschen zurückgibt in Abhängigkeit von dem Wert, den man reingibt. Das heißt, ich gebe ihm einen Dreiervektor und es gibt mehr oder weniger einen Zufallswert zurück, der halt aber nur abhängig ist von dem Wert, den ich reingebe. Und die Werte sind so ein bisschen glatt. Also man sieht hier so, die Oberfläche ist so ein bisschen
bisschen geglättet. Und ja, das ist es halt im Wesentlichen. Das heißt, ich addiere da jetzt einfach Rauschen drauf und plötzlich habe ich irgendwie eine geile Oberfläche. Und spätestens da hat irgendwie das normale Raytracing halt einfach verloren, weil so schnell das zu beschreiben geht halt einfach sonst nicht. Ja, das finde ich jetzt schon ganz schön hübsch. Ein Tee mit rein, da. So, ein Tee mit rein. Ich mach's mal noch, dass es ein bisschen schneller ist. Ich muss jetzt wieder ein Stückchen zurückspulen, weil diese Szene gleich zu Ende ist. Habe ich schon gespeichert. So. Also man sieht, die Teile morphen sich jetzt so ein bisschen, weil dieses Rauschen. Ja, da haben wir halt noch so einen Tee drauf addiert. Das heißt, in Wirklichkeit bewegt sich dieser verrauschte Raum jetzt auch so durch die Gegend. Also der schiebt sich da drüber. Frage? Kann ich nicht einfach einen Rasterreiter benutzen mit Google und Geometrie und auch die Geometrie an der Stelle drauf machen? Die Frage ist, ob ich nicht mit klassischem Rasterizing einfach einen Shader auf Geometrie werfe, der das mit der Geometrie macht. Prinzipiell ja, du könntest diese Kugel als klassische Geometrie mit irgendwie 10.000 Dreiecken darstellen und jede andere auch, denn die sind alle verschieden hier. Wenn du also das hier reproduzieren möchtest, bräuchtest du hier ungefähr 10.000 Kugeln mit jeweils 10.000 Dreiecken. Dann müsstest du jedes Dreieck, jedes Frame einmal anfassen, also jeden Knoten und den irgendwie um irgendeinen Offset verschieben. Und das ist halt ein ganz schöner Aufwand. Also du könntest, oder habe ich die Frage falsch verstanden? Vielleicht verstehe ich die Frage nicht. Vielleicht kann jemand was dazu sagen. War das dazu? Ja, genau. Auf neuen Grafikkarten gibt es so Tessellation-Kram, mit dem man sowas tatsächlich in einigermaßen effizient tun kann. Das ist natürlich korrekt, genau. Aber wir haben hier ein paar Dinge gibt es hier, die man damit nicht machen kann. Wir haben hier so diese, hier zum Beispiel, sieht hier noch nicht so hübsch aus. Moment, ich mache es wieder hübsch. Das hier zum Beispiel, das wird ziemlich schwierig mit klassischer Dreiecksgeometrie, weil so Lichtbrechung und so kriege ich da einfach nicht hin. Dafür muss ich in irgendeiner Form Strahlen verfolgen oder sowas hier. Also hier wird überall, ich mache das gerade nochmal aus, damit man es etwas besser sieht, diese ganze Brechung und so weiter, die kann man halt ziemlich einfach machen mit dem Verfahren denn hier, denn ich kann einfach sagen, ja gut, habe ich halt Geometrie getroffen, weshalb soll ich stehen bleiben? Jetzt laufe ich weiter und ich habe die normale und, oh, Dankeschön. Ich habe die normale, ich habe die Geometrie gefunden, ich denke mir irgendwie so ein Brechzahl aus, was die Geometrie hat, dann breche ich den Strahl hier und dann laufe ich halt hier innen drin weiter und dann komme ich irgendwo raus und dann bricht sich's wieder und dann kann ich das nächste Objekt hier irgendwo treffen. Das heißt, ich kann hier total einfach diese Raytracing-Sachen machen. Ich kann damit halt Materialien bauen, die mit Dreiecksgeometrie total schwierig wären, wo halt der Rasterizer einfach nicht weiterkommt. Der halt einfach nur den ersten Auftreffpunkt auf ein Dreiecksnetz berechnet und dann ist halt Schluss. Und das ist eigentlich die große Stärke von diesem Raymarching, dass ich halt sowas einfach mit integrieren kann. Das kriege ich halt fast umsonst. Muss man gerade gucken, wie liegen wir in der Zeit? Okay. Frage bitte?
Die Frage war, wenn ich irgendwas verändere, ob das auf nachfolgende Objekte sich dann auch auswirkt oder nicht. Ich gehe mal wieder zurück zu der Szene, in der wir eben waren. Ich habe ja hier dieses Bla kopiert, damit ich nicht das P kaputt mache für das Ding, was am Ende ausgewertet wird. Ich kann das ja einfach mal machen. Ich mache das mal, also mit dem P. Genau. Ist auch nett. Jetzt hat sich halt hier auf alles ausgewirkt. Und wenn ich jetzt halt hier, kann ich das hier auch wieder auf das P machen, kein Problem. Oh Gott. Ja. Erfolgreich alles kaputt gemacht. Ah, Moment. Ja, ich kann vielleicht noch kurz was. Oder gibt es gerade noch eine Frage? Bitte? Laufen lassen. Nochmal so. Ich fange mir die Szene vorher an, mache den ganzen Kram hier weg. Ah, Entschuldigung. Ja, nicht ganz schlecht. Denn, da kann ich gerade mal das an dem von dem Tool noch ein bisschen was zeigen. Am Anfang ist irgendwie die Kamera komisch, da läuft es hier irgendwie durch und da sieht man irgendwie nichts und das ist alles irgendwie viel zu chaotisch. Da so zwischendrin war es ganz nett. Dieses Tool verwaltet praktisch so Keyframes. Ich weiß nicht, ob man es von hinten sieht, da sind hier so kleine blaue Striche irgendwie drin. Da sind verschiedene Parameter. Eine von den Parametern ist Kameraposition und Richtung und so weiter. Und wenn ich jetzt hier den magischen Shortcut drücke, dann kann ich die hier auch verändern und kann hier so rumfliegen. Deswegen machen wir jetzt den Kameraflug mal ein Stückchen zurück und wieder ein Stückchen runter. So und ein bisschen zur Seite. Ich habe jetzt keine Ahnung, was passiert. Schauen wir uns nochmal an. Achso, ich muss das wieder beenden. Von ein bisschen weiter vorne, so. Ja, nicht wirklich viel besser. Okay, das mittlere Keyframe hat noch gefehlt. Das hier. Ja, genau. Dann gehen wir da auch noch ein bisschen runter, dann bleiben wir hier zwischen diesen Ebenen, die hier entstanden sind, und gehen vielleicht noch ein großes Stück weiter nach links und dann fliegen wir da jetzt wahrscheinlich durch die Gegend. So, ich starte nochmal. Super. Wieder kaputt. Gut. Aber also man sieht, dieses Tool ist halt total nützlich, weil normalerweise, oder so wie wir das früher gemacht haben, hätte man diese Zahlen halt von Hand eintippen müssen und dann Compile drücken und das Ding nochmal angucken und denken, oh, vielleicht doch eine 5 statt eine 6. Was halt ewig dauert, während hier kann ich jetzt halt einfach direkt an den Kameradingern drehen, ich sehe sofort, wie es aussieht. Ich kann halt. Ich mache das hier gerade nochmal weg, gehe in den Kameramodus oder auch nicht. Genau hier. Ah, richtig, danke schön. Die Szene anklicken. Ctrl T. Ich kann halt hier irgendwie alles, ich kann den Field of View kann ich irgendwie verändern. Ich kann irgendwie setzen, wo der Fokus ist. Also wo ich hingucken möchte, also wo es fokussiert sein soll.
Da gab es irgendwie noch mehr Shortcuts, die ich alle nicht mehr so richtig weiß. Aber das ist halt total nötig gewesen, um das wirklich ordentlich zu synchronisieren. Also wir haben ja so die Hälfte des Contents haben wir auf der Party gebaut, auf der wir es released haben. Und dann musste man das noch synchronisieren. Und der eine Mensch bei uns, der irgendwie Ästhetik kann, der saß dann halt am Ende so 8 Stunden dran mit diesem Tool und diesem Controller hier und hat wie ein Wahnsinniger das Ding synchronisiert und wir saßen nur daneben und uns ist sind die Augen aus dem Kopf gefallen, was er aus unserem hässlichen Zeug für schöne Szenen gebaut hat. Also ja gut, ich hätte jetzt gerne noch mehr Fragen, bitte. Also die Codeschnipsel hier, die kannst du entweder aus, also ehrlich gesagt, so viel hilft es, glaube ich, nicht, das Ding einfach so zu nehmen, weil da verlierst du dich drin. Das funktioniert zwar, aber wenn du da irgendwas ändern möchtest, da gehst du kaputt dran. Es gibt eine wichtige Webseite, auf der man irgendwie diversen Demoszene-Kram findet. Das ist pue.net, kann man es lesen hier. Das ist einerseits irgendwie eine Datenbank über alle möglichen Demos, andererseits auch so eine Art Board. Da gibt es einen unter anderem den Raymarching Toolbox Thread. Da stehen ziemlich viele so Dinge drin, die man benutzen kann, so ein paar Standardformeln. Wie mache ich einen Würfel? Wie mache ich eine Kugel? Okay, Kugel ist einfach. Wie mache ich einen Würfel? Wie mache ich ein dieses und jenes? Wie mache ich ein Oktaeder und so weiter? Gibt es einen Haufen Zeug. Und da findet man schon mal einen ganz guten Einstieg. Oder auch generell, wenn man halt so nach Raymarching sucht. Also die genaue Bezeichnung für das Ding, was für diese Rendering-Technik ist, auch Sphere Tracing. Weil wir praktisch immer so eine Kugel um die aktuelle Position rum haben, von der wir sagen, da ist keine andere Geometrie drin, deswegen heißt das so. Also wenn man nach den Stichworten googelt, findet man auch was. Und man kann halt natürlich auch einfach den Code hier rippen. Wir haben ihn nicht veröffentlicht, aber es ist völlig trivial, das zu machen. Es gibt so OpenGL-Debugger, die klemmt man da dazwischen und dann sagt das, oh, ich habe diesen und jenen Shader bekommen, der ans OpenGL geschickt wurde, hier ist der Code. Und dann bekommst du genau das, was ich hier gerade scrolle. Und aber halt ganz ehrlich, so, ja. Man sieht, wie nützlich es ist. Weitere Fragen oder Vorschläge? Viel zu viele. Fangen wir mal da hinten an. Also Text. Ich kann mal zu einer Stelle scrollen, wo wir Text haben. Hier. Ja, also man könnte es. Lass mal das hier beenden. Hier zum Beispiel sieht man Text. Wobei das, oder meinst du diese Overlays, die wir da hatten? So Text hier, genau. Das ist was, das haben wir so mehr oder weniger erfunden. Was heißt erfunden? Also wir waren ja die Ersten, die es so gefaked haben. Die Idee war praktisch, wenn wir ein 2D-Shape haben, dass wir das irgendwie in 3D extrudieren können, also aus 2D, 3D machen. Und was wir halt gemacht haben, ich glaube, es ist okay, das zu verraten, wir haben halt irgendwie das 2D-Ding genommen, so ich male ein professionelles M also einfach in 2D haben wir das Windows das zeichnen lassen, Windows irgendeinen coolen Font ausgewählt, gesagt, zeichne uns das und dann haben wir daraus eine Textur generiert, in der für jeden Punkt drinsteht, was soll das denn, der für jeden Punkt drinsteht, wie weit bin ich hier weg von dem nächsten Oberflächenpunkt? Einfach in 2D. So. Und das ist dann der Input, den
diese Funktion hier bekommt, die EX-Box, die Extrusion-Box, und das ist hier überraschend wenig Code. Die liest hier irgendwie diese Textur und ich meine, wir haben den Abstand in der Textur, der ist schon im Pixel, jedem Pixel steht schon dran, wie weit ist es denn innerhalb der Ebene entfernt, dann müssen wir nur noch das in 3D machen und ist in der Box drin. Also das ist, das hat sich dann irgendwie ergeben, hat sogar ganz gut funktioniert und damit können wir jetzt halt irgendwie einfach so 2D-Objekte in 3D machen und damit ging dann schon ziemlich viel. Und auf die Weise ist halt auch das Logo hier entstanden, dieses, das haben wir auch als 2D-Ding gerendert. Also hier zum Beispiel sehen wir es ja, da ist es einfach in 2D gerendert. Das ist genau derselbe Input, der halt auch hier für das Ding oben verwendet wird. Waren noch viel mehr Fragen? Irgendjemand? Es ist nicht eine Heatmap, weil da die Entfernung zur Oberfläche drin ist. Das heißt, hier auf der Kontur ist es genau 0, innen drin ist es negativ, außerhalb ist es positiv und wird umso mehr, je weiter weg ist. Es gibt ein cooles Paper von Valve, die Half-Life gemacht haben, wie die Fonts rendern in Team Fortress 2. Es empfiehlt sich, das Paper zu lesen, das ist irgendwie 2 Seiten lang, danach versteht man, was wir da gemacht haben. Die Kausticken, damit habe ich nichts zu tun. Nee, ich weiß es wirklich nicht, mit der Szene habe ich nichts am Hut gehabt. Ja, also ich meine, letztendlich, die Geometrie ist jetzt da und wir schießen dann halt aus der, genau, also wie Urs sagt, offensichtlich schießen wir Strahlen aus einer anderen Richtung durch, nämlich von der Lichtquelle und gucken, wo sie übrig bleiben. Dann an allen Stellen, wo die Strahlen ankommen, machen wir es halt ein bisschen heller. Ich meine, wie wird man Kausticken schon machen? Man versucht es halt irgendwie so zu simulieren, faken, dass es halt am Ende grob hinkommt. Also falls das Wort, also mit Kausticken sind diese Dinge hier unten auf dem Boden gemeint, die nennt man so. Diese Teile, die man sogar durch diese Kugel durchsehen kann. Weitere Fragen? Das massive Supersampling wirkt sich vor allem sehr negativ auf die Performance aus. Also ich habe hier meinen Desktop-Rechner mitgebracht, der steht da unten. Der hat eine Grafikkarte drin, die an die 200 Euro kostet. Und wenn ich massiv Supersampling mache, dann... Nee. außerdem für diese Artefakte nutzt es nicht so viel. Denn wenn einfach jeder zweite Pixel Unsinn liefert, wenn ich dann mehr davon habe, es nutzt auch nichts. Also ich würde halt an der Stelle würde ich nicht Supersampling machen, sondern einfach die Schrittweite künstlich verkleinern, damit ich weniger häufig an der Geometrie vorbeilaufe und die verpasse. Also die Performance kann man schon noch anders begraben, wenn man möchte. Die Frage war, ab welchen Mengen wir von enormer Verlangsamung sprechen. Ich weiß nicht, Mengen von was. Was besonders teuer ist, ist zum Beispiel diese Noise-Funktion auszuwerten. Ich kann das einfach mal machen, wir können gucken, ab wann es ruckelt. Kann man kurz wieder zu dieser Szene gehen? Oh Gott. Ich glaube, ich mache ein paar Sachen wieder raus, damit wir etwas besser sehen, was passiert, weil hier ist sowieso nur völliges Durcheinander. Moment. Hier irgendwo war ich so. Das mache ich raus, das mache ich raus. So, damit sind wir jetzt wieder. Okay. Ja, die Kamera ist natürlich völlig verschoben jetzt. Toll. Dann muss ich das. Ich muss das mal gerade kurz fixen, diese Kamera wieder. Richtig hinschieben, so, damit wir wieder was sehen. Also der Kameraflug ist jetzt natürlich auch völlig anders als vorhin, aber ist ja egal. So. So, ich kann jetzt einfach mal einen Haufen Neues da drauf addieren, also da irgendwie das, ich mache das hier mal weg, mache einfach am Ende auf alles ein bisschen Neues drauf, dann wird das alles so ein bisschen hügelig, so kurz D plus gleich irgendwie Neues. Flop,
So, jetzt habe ich überall Neues drauf addiert. Hübsch, noch ruckelt es nicht. Aber ich mache es einfach nochmal. Nehmen wir halt diesmal noch ein bisschen höher frequenten Neues und machen noch ein bisschen schwächer, weil sonst gibt es Artefakte. Und jetzt ist das noch ein bisschen verschwommener hier. Und jetzt ruckelt es schon. Also das wäre die Antwort drauf. So, damit muss man zum Beispiel sehr sparsam umgehen. Und das ist halt auch ein großes Problem beim Entwickeln, denn du siehst halt nicht wirklich, wo bleibt es übrig. Also ich meine, es gibt anscheinend angeblich so Profiler, aber sowas haben wir auch. Ich weiß nicht, ob man sowas sinnvoll benutzen kann. Wir wissen halt, die Noise-Funktion kostet und die wird halt nach Möglichkeit so einmal aufgerufen vielleicht. Und von den anderen kriegt man halt auch langsam so ein bisschen Gefühl, also so Trigonometrie geht so, aus einer Textur einen Wert holen geht so, einfach so eine primitive mathematische Operation, so ein Plus, super, geht schön schnell und so weiter. Also da muss man halt, ist ein bisschen Erfahrung und einfach ausprobieren. Waren noch viel mehr Fragen? Ja. Also es ist weder ein MIDI-File, also die Frage, wie es mit der Musik funktioniert, die Vermutung war, dass es so eine Art MIDI ist mit hochqualitativen Samples. Dankeschön. Es ist weder MIDI, sondern mehr so was Ähnliches, aber es sind keine Samples drin, weil ich meine 64 Kilobyte, überleg mal, wie groß ein Drum-Sample ist. Ein Drum-Sample sind wie viel? 20 Kilobyte? Ich weiß es nicht, wenn du es gut komprimierst und es schon scheiße klingt. Das ist halt alles nur Instrumente, die zusammengebaut sind aus verschiedenen Oszillatoren und Filtern und Envelopes und so weiter. Da gibt es so ein geiles Node-basiertes System, wie man sich das zusammenstecken kann und dann Instrumente hat, die verschiedene Parameter haben. Und wer dazu genauere Fragen hat, der Manx, der das gecodet hat, der sitzt hier vorne, den kann man einfach hinterher mal fragen nach dem Synthesizer. Gibt es noch weitere Fragen? Ganz hinten? Die Frage war, warum es in 64K passt. Okay, wie man sieht, wir haben hier sogar die Kommentare drin gelassen im Shader-Code. Die sind also auch mit drin, die bekommt man auch wieder raus. Und die Frage ist, wir haben, ich weiß nicht wie viele Szenen, hier sind irgendwie diese ganzen Shader-Dinger. Man sieht, hier so ein Fragment-Shader hat hier schon mal 8K, 6K und so weiter, da sind einige drin. Und die ganze Musik irgendwie noch, wie geht das denn überhaupt? Eine Sache ist, es ist halt komprimiert und der Shader-Code komprimiert halt gut, es ist ASCII. ASCII komprimiert sich einfach recht ordentlich und diese Shader, die sind alle ziemlich ähnlich, diese Schleife am Ende, habe ich schon gesagt, copy-pasten wir die ganze Zeit. Das packt sich einfach recht gut weg. Und was die anderen Daten angeht, also sowohl die Daten hier für diese Keyframes, für die ganzen Parameter, die muss man halt irgendwie ordentlich im Speicher anordnen, sodass sie hinterher gut wegpacken. Also letztendlich ist da ein bisschen rumprobieren dabei, ein bisschen Komprimieralgorithmenkenntnis und halt also viel ausprobieren. Und es gibt halt, wenn man es baut, ich kann es einfach mal bauen, was wir hier gemacht haben, ich muss dazu den Editor leider beenden, damit er es speichert. Sag hier bau mal. Genau, jetzt baut er es hier und jetzt mache ich das hier mal etwas größer. Am Ende vom Bauen wird hier KCrunchy aufgerufen, das ist ein Executable Packer, der halt speziell für so 64 Kilobyte Sachen gedacht ist und man sieht hier, anfangs hatten wir, sieht man es? Hatten wir 250K und das Ding packt das halt auf 46K, was wir jetzt gerade gemacht haben. Und also ich kann das jetzt abspielen, also wenn ich jetzt hier auf Play drücke, dann haben wir unsere verunstaltete Version, die dann abläuft. Mit 46K. Ja? Die Frage ist, ob wir gegen irgendwas linken. Also selbstverständlich linken wir nicht statisch.
Und ich meine, was du halt an Funktionen aufrufen musst, ist halt nicht so viel. Also du brauchst halt ein paar Funktionen, um irgendwie den Sound irgendwo hinzuschreiben. Du brauchst vom OpenGL so, ich mache mir ein Fenster auf, mache das Fenster so und so groß, zeichne mir die zwei Dreiecke, lade hier den Shader rein, starte das ganze Ding und gib dem Shader noch einen Parameter so. Am Ende kommst du halt irgendwie auf 20, 30 Funktionen, die du brauchst und die Sprungadressen dafür, die passen halt schon noch rein. Geht halt. Oder die Namen der Funktionen, damit du die Sprungadressen findest. Ja? Die Frage ist, ob das Tool eine Runtime hat oder ob es was generiert. Also, ich kann es auch einfach nochmal starten. Was das Tool macht, ist, es generiert einen XML-File. Das kann ich auch einfach mal aufmachen hier. Das ist hier SyncData. Da gibt es hier irgendwo das. Also, wie man sieht, haben wir da diverse Iterationen: Fix, bla, Fix. Noch mehr Fix. Genau. Das hier ist das, was wir gerade haben. Ich kann das einfach mal aufmachen. Hey. So. Hier das XML-File generiert ist. Das ist halt hier ein Haufen Zeug. Und beim Bild wird aus diesem XML-File wird es halt in Binärformat, was sich irgendwie, was einigermaßen komprimierfreundlich ist, wird das zusammengeschoben und dann halt zur Laufzeit wieder angeguckt und als Parameter dem Shader gefüttert. Und zwischendurch ist es halt, wird es von diesem Tool in diesem einigermaßen lesbaren Format halt dann gespeichert. Aber ich meine, XML ist natürlich nicht im endgültigen Ding drin. Hat es die Frage beantwortet? Okay. Ja? Die Frage ist nach den Löchern hier in dieser Form. Wie die entstanden sind, so durch Subtrahieren. Ich mache einfach mal den entsprechenden Code wieder auf. So, zuerst mache ich den Noise wieder raus. Erstens, damit wir sehen, was passiert. Zweitens, damit es nicht mehr so ruckelt. So. Ich kann einfach mal dahin gehen, wo das passiert. Das ist so, ist im Moment. Hier, genau, richtig, hier passiert das. Hier wird ein Maximum gebildet aus dem D, was schon besteht. Das ist das große Objekt. Und minus diesem kleineren. Ich kann davon mal einfach, ich verändere mal eine Zahl, um zu demonstrieren, dass es wirklich. Irgendwas damit, Moment, eine andere Zahl vielleicht, um zu demonstrieren, dass es wirklich was damit zu tun hat. Das sind diese kleinen Teile. Ich mache für die Distanzfunktion hier ein Minus. Das heißt, es ist genau umgedreht. Also ich habe, das heißt, ich habe in dem Objekt drin, habe ich positiv, außerhalb habe ich negativ. Das ist auch das, was hier komplett außenrum passiert. Also wir befinden uns in der Mitte von einer Kugel. Also ich kann die Kugel auch einfach negativ machen, ziemlich groß, Minuszeichen davor. Und dann habe ich praktisch einen Raum, was irgendwie praktisch ist, weil dann laufe ich nicht ewig lang. Ist gut für die Performance. Und dann habe ich das Negativ und dann bilde ich das Maximum aus dem und einer anderen Funktion. Und dann, also mit Maximum und Minimum kann ich halt solche Funktionen kombinieren. Und da muss man ein bisschen drüber nachdenken, um irgendwie zu checken, das und warum das funktioniert. Letztendlich. Wenn man es ausrechnet, funktioniert es halt. Also ja, ich kann mit Minus und Maximum kann ich Sachen voneinander abziehen und mit Minimum und Plus kann ich Sachen kombinieren. Und das ist letztendlich so eine Art und Weise, wie ich aus verschiedenen solchen Funktionen komplexere zusammenbauen kann. Genau, und das ist derselbe Aufruf. Hier die EX-Box, die wird hier vorne irgendwo mal aufgerufen für das Große hier. Und dann wird sie hier nochmal für das Kleine aufgerufen. Selbstverständlich nur einmal und hier ist irgendwie, wird hier so der Winkel ausgerechnet und dann wird hier Modulo von dem Winkel irgendwie gemacht und dann einmal wird es irgendwie zurückgerechnet aus Polarkoordinaten in kartesische Koordinaten. Dann wird darauf hier wieder dieselbe Funktion angewendet. Also letztendlich werte ich diese
diese Extrusionsfunktion werte ich letztendlich zweimal aus. Ich habe mich da schon gefragt, ob ich vielleicht irgendwie mit einmal auch hinkommen könnte, aber ich habe es hingelassen. Ich glaube nicht. Weitere Fragen? Okay, ich glaube, wir sind auch langsam über der Zeit. Ein Shader-Bug zum Abschluss. Guck mal, ob da unten das 0,00 drauf addiert wird. Was, wo? Ganz am Ende. Nein, ich glaube nicht. Also ein Shader-Bug zum Abschluss, ich nehme einen unspektakulären. Ich habe diese Noise-Funktion erwähnt, die wir da gebaut haben. Wir bauen diesen Noise, indem wir hier so völlig magische Zahlen nehmen und wie Cosinus, Arcus Cosinus, bla bla bla. Und am Ende kommt irgendwas raus, was mehr oder weniger zufällig ist. Also so eine Art super schlechten, kryptografisch völlig nutzlosen Zufallsgenerator. Wäre eigentlich cool, wenn sowas eingebaut wäre, und der Standard schreibt das auch vor, dass es sowas gibt, so eine Funktion, die gibt es, die heißt Noise und die liefert immer 0 zurück. Also sowohl auf ATI wie auch auf NVIDIA. Das war zum Beispiel ein, könnte man als ein Bug bezeichnen. Okay, noch eine Frage? Ich mach mal einen Fehler rein. Ich hab komischerweise gerade ständig fehlerfreien Code geschrieben. Das ist eine total gute Frage, was passiert, wenn ich was mache, was ein Fehler ist. Und zack, flop, hier das Ding dreht hohl und das Notepad++ ist irgendwo hingescrollt. Wir haben was gebaut, was irgendwie das Notepad++ nimmt, ganz viele Page-Ups sendet, dann wieder so viel Pfeil runter, wie die Zeile, in der Fehler ist. Das funktioniert manchmal, jetzt gerade hat es nicht funktioniert. Also unser super primitives Debugging. Und also hier kommt halt irgendwie so eine Meldung, der, ich kann es nicht mehr lesen, Vorgang ist bla blub. Irgendwo steht eine Zeilennummer 258, genau, habe ich gerade rausgemacht. Jetzt kompile ich es wieder, geht's wieder. Okay, noch eine Frage? Ja. Wie faken wir die Strahlen rein? Wir laufen hier sowieso die ganze Zeit durch die Gegend, wir laufen durch den Raum. Und ich habe eine Funktion, die sagt mir, wie sehr ist hier gerade ein Strahl. Wie verstrahlt ist es hier richtig? Und da wird auf diese, hier so was mit Beams, das sieht irgendwie danach aus. Genau, hier wird so eine Beam-Variable geschrieben, also... Ja, yeah, genau. Mit diesem übersichtlichen Ausdruck. Oh Gott. Wird diese Beam-Variable geschrieben, die besagt, wie sehr ist hier gerade ein Strahl? Also ganz ernsthaft, ich glaube, ich kriege das sogar noch hin. Oh, Moment. So, jetzt werden sie etwas stärker. Nein. Ah, andersrum, genau, das ist irgendwie negativ. So, super. Und dann ist... Ach nee, ich lasse das. Ich bräuchte noch mehr Bier, glaube ich. Jedenfalls am Ende gebe ich dieses Beam zurück. Während ich hier durch diese Schleife laufe, fange ich anfangs bei 0 an und... Der zweite Wert, der Y-Wert, ist der, den ich zurückgebe, wie sehr es ein Strahl ist. Anscheinend habe ich da irgendwo ein Minuszeichen. Deswegen ging es vorhin auch andersrum, als ich eben dachte. Kann man hier durch dieses Minuszeichen fixen. Und genau. Und das, anscheinend muss ich das Zehnfache drauf addieren, damit am Ende genug bei rumkommt. Und das heißt, ich sammle einfach, während ich rumlaufe, wie sehr bin ich durch einen Strahl durchgelaufen. Das heißt, am Ende ist dieser Pixel hier, der gar nicht im Strahl drin liegt, sondern der dahinter ist, bei dem habe ich halt hier in diesem Strahlwert, während ich durch den Strahl durchgelaufen bin, so viel angesammelt, dass ich dann am Ende, mal gucken, wo das wieder gelesen wird, also hier passieren so diese Farbgeschichten und wo irgendwie, genau, aber jedenfalls, hier passiert was mit dem Beam und am Ende wird auf die Output-Farbe Beam Color mal 0,3 mal Beam drauf addiert. Und
Das heißt, anscheinend hat sich irgendwie bewährt, dass man das irgendwie quadratisch macht. Ich mach das mal wieder linear, mal gucken, was passiert. Das ist ziemlich viel schwächer, dann mache ich das mal ein bisschen größer. Na gut, geht auch. Sieht aber nicht so richtig schön aus. Anscheinend war ich mal der Meinung, dass das hier besser aussieht mit quadratisch. Bitte? Das Schöne ist, hinterher mag man wieder richtig ordentlich losstreuen. Ja, also es ist halt schön, mal Sachen quasi fertig zu machen und sie nie wieder angucken zu müssen. Ja, aber also man sieht, es ist irgendwie eine total kreative Art, irgendwie zu coden, wenn man das Ding mal am Laufen hat. Ja, gut. Weitere Fragen? Ja, ich werde genötigt, Schluss zu machen. Gut, dann vielen Dank. Viel Spaß noch.